Guck mal Mario. Guck mal Mario, Mamma Mia, Pasta Spaghetti, Ford Taurus, auch ein Auto. Ich auch, ist eins. Wir haben noch nicht über Autos gesprochen, wie schräg du krabbeln kannst. Nein, das ist Bowser persönlich. Das ist nicht, es ist kein Scheiterpalast. Wo ist denn das Ding? Aber wir sind uns einig, dass es im Keller ist. Das haben wir beide unabhängig voneinander gesagt. Ja. Das ist ja interessant, dass du ein Level hast und erst wenn du das in einen Stern da hast, dann kannst du erst Bowser aussuchen. Also da auf jeden Fall nicht. Von da bin ich eben rausgekommen, da ist nur Bowser hinter, da ist die Schlüsseltür. Das heißt, du musst in den Hasenraum. Hier ist der Hase nur gewesen. Genau, da ist nix. Das ist nur ein durchsichtiger Tod. Dann sind die direkt durchsichtig. Kann der N64 sonst nicht darstellen. Vor. Ja, warum steht es wieder da? Weil man den zweimal fallen muss. Nicht im Ernst. Ja, im Ernst. Vielleicht da? Also da ist ein Liquid Giftgrotte, ne? Da war ich gerade drin, genau, das ist die grüne Giftgrotte. Das geht nach links. Nicht, wenn du links bist. Ich weiß, dass der mich vor einige Probleme gestellt hat, dieser Hase. Weißt du das auch noch? Ja. Scheint er über 55 Sterne gesammelt hat. Wer hat 55 Sterne gesammelt? Weil er erscheint. Achso, vielleicht wenn du den ersten Stern auch bei Bowser geholt hast. Dann das kann sein. 55 kommt ein bisschen random vor. Hier ist die Mario-Kamera mal etwas besser. Gut. Wo will er denn hin so schnell? Er steht immer nur im Kreis. Ja, weil er Panik hat, weil der dicke Pfänder hinter ihm her ist. Okay, und jetzt? Nicht bad. Warum? Oh, er ist der in a rush, ne? Ja, jetzt hat er sein Gold nicht mehr und er war wahrscheinlich wegen des Goldes in a rush. Also, jetzt hätte ich ganz gerne nochmal von dir eine Erklärung, warum hast du hier ein... Hier sind zwei Türen. Ja, das ist die grüne Giftgrotte. Und die andere? Ist da, wo man dann quasi wieder bei dieser Schräge rauskommt und runterrutschen kann. Aber geht bitte doch nochmal da durch. Gab es da vielleicht noch einen zweiten Weg? Weißt du, wirklich, schwimm mal da rein. Tauch mal da rein ins Wasser. Ach, dann komme ich doch zu den. Dann komme ich zum blauen Schalterpalast. Hier muss ich doch mächtig aufstampfen. Kann es denn wahr sein? Wir erinnern uns teilweise an die Reihenfolge, wie man die Truhen öffnen muss in der ersten Welt und nicht mehr, wo der Schalterpalast ist für die Terminator-Kappe. Das gibt's doch nicht. Jetzt hier. Genau, das muss er weg. Da sehe ich aber nichts, ne? Nein, ich glaube nicht. Da wird es jetzt Zeit für den Schlossgarten. Ja. Komisch. Wir googeln aber nicht, ne? Das ist, nein, das ist eher über los. Über die stößt man ganz automatisch und einfach. Was machst du da? Schon alleine diese Vogelgeräusche sind superb. Unverkennbar. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja. Warum hast du, als wir in der Wüstenwelt waren, nicht nach den 100 Münzenstellen gespeichert? Kein Grund?
Ich antworte da nicht drauf. So, ich wollte nicht haben. So unfair ist das schon. Ein bisschen komisch finde ich das auch, dass im Scheiterpalast, bevor du ihn beendet hast, die Dinger auch noch durchsichtig sind. Ja, aber meine Schalter ja noch nicht gedrückt hat. Ja, aber du startest. Wozu ja... Wozu sind diese drei Münzen da? Fuck, damit man Energie kriegt? Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht liegt es daran, dass man die für die roten Münzen braucht. Die... Oh. Upsi. Aber das ist mir noch nie passiert in 43 Jahren Mario 64. Sehr unnötig. Du brauchst sie für die roten Münzen? Fragezeichen? Ja, möglicherweise, dachte ich vielleicht. Ja, hier oben jedenfalls noch nicht. Nein! Schnell, das kann ich nicht überleben. Mit Karacho in den Tod. Ihr hättet aber stehen bleiben können und Exit Course machen können. Oh, ich habe hier kein Leben da, oder? Achso, nee, stimmt. Ey, weiterhin. Das war mir nicht so richtig bewusst, dir? Ich habe das eigentlich erwartet, ja. Oh nein. Das kannst du nicht überleben. Okay, Sprung. Bist du schon mal von 3 Meter Brett gesprungen? Ja. 5 Meter Brett? Nein. Irgendwas höheres als 3 Meter Brett? Schon mal irgendwie oben gestanden und sich gegen entschieden? Nein, ich glaube, ich war auch fast noch nie in einem Schwimmbad, in dem es überhaupt mehr als 3 Meter Turm gab. Ja, ich glaube, das ist bei mir nämlich genauso. Ich glaube, ich war mal irgendwo, da gab es einen 10 Meter Turm, aber das war mir zu hart. Also ich bin auch nicht mal hoch. 10 Meter ist schon echt heftig. Direkt unter dir. Gut, dass du eben unnötig gestorben bist. Ich glaube, du hattest nämlich eben nur 3, als du hier... Nee. Sicher? Ja, ich weiß nämlich noch, dass ich dachte, ah, ist bestimmt die Hälfte, oder die Hälfte ist auf der Rampe und die Hälfte ist woanders. Ja, that weird, no doubt. Hm? Jetzt. Ich bin verhaspelt. Ich nehme die Münzen nicht. Bin ich hier eben drüber gesprungen? Ja. Komisch. Nein, oh Gott. Oh Gott. Könnten die auch um? Nee. Doch. Entschuldigung. Schlechter Rat. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es vor allem einfach wissen müssen, weil der danach habe ich schon gesehen, dass der oben klappt. Also der zweite. Und warum sollte dann der erste nicht umklappen? Er hätte es wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt so lange warten müssen. In the first place. Ja. Macht aber nichts. Kann passieren. Wieder direkt runter, ne? Ach ne. Ich glaube, das war der noch nicht. Ja. Oh, cool. Das war doch beim Leben, wo wir direkt hingegangen sind. Ja. Schöne Musik. Ich finde übrigens, es könnte mal lobenswert erwähnt werden deinerseits, dass ich jetzt komplett eingestellt habe, mich für Sachen zu bedanken. Wie sowas, also wie schöne Musik. Ja, stimmt. Das ist gut, dass du einmal aufgehört hast. Mhm. Das hatte ich immer völlig fuchsig gemacht. Ich hab's gemerkt, unterschwellig, von deinem Gesichtsausdruck. Legte sich in tiefe Furcht. Ich kenn das Gesicht. Haben sie sich hier wohl dafür entschieden, die Kamera so zu machen? Das weiß ich wirklich nicht. Levelkin ist 1 plus mit Sternchen. Und die scheinen ja auch davon auszugehen, dass man seine Münzen, die man damit, also sein Health, die man da verliert, damit auffüllt, auf dieser kurzen Strecke zwischen diesen 5, die da schon gerade sind, und dem Scheiter verliert. Ja.
dass das so ein krasses Physikspiel ist, ne? Oh. Ich mag die Kamera besser. Das tut das Hilfe. Das ist alles scheiße. Gut, ach, der klappt. Gut. Ja. Wunderbar. Wo kommt der nächste? Läuft. Bleibt er. Ah, gut. Gut Glück gehabt. Schon wieder. Gut Glück gehabt. Er springt irgendwie nicht mehr. Ja, weil er immer halt schon schräg wird. Jetzt kannst du blau werden dadurch und alle sind fröhlich. Alle. Das bringt uns aber Terminator-mäßig noch nicht weiter, ne? Nein. Das bringt uns blau-mäßig weiter und wir können diverse Dinger machen, die wir vorher noch nicht machen. Einen, glaube ich. Einen im Geisterhaus. Nee, und den in der Unterwasserwelt, mit dem Strudel. Da brauchen wir dafür die Metall. Nee, dafür brauchst du Metall. Stimmt. Kannst ja nicht nur, weil du unsichtbar bist und unverwundbar auf dem Wasserboden laufen. Wasserboden. Süß. Paul. Cutesy little. Warte mal, ist es vielleicht, dass du jetzt hier mit abgelassenem Wasser in der Tür. Nein, ist nicht so, ne? Die werden ja nicht mit dem Wasser ablassen, zwei Schalterpaläste freischalten. Nee. Er ist doch in der grünen Giftgrotte drin. Im Raum. Vielleicht. Eine andere Möglichkeit sehe ich eigentlich auch gerade nicht. Weil hier unten haben wir auch jetzt eigentlich alles uns angeschaut. Das ist echt kacke. In der Klimerei. Handsprung. Das ist auch Quatsch, ne? Da fährt man ist Quatsch. Da fährst du nur in die Walachei. Ja, ich kann mir das mittlerweile auch vorstellen. Das sieht auch schon so aus. Metalhead Mario kennen wir. Haben wir es auf jeden Fall den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, um danach aktiv zu suchen. Was heißt rot und was heißt blau? Keine Ahnung, steht auf dem Schild. Ich hab den Inhalt vergessen. Ja, ich glaube, das steht da. Dong. Ah, nein, schon wieder das hier. Ab Black Hole. Black Hole? Black Holes and Revelations. Kommt, es gibt eine neue Muse-Single. Dick, dick, deep, dick out, dick me. Dick me, das ist das Black Hole. Das ist something completely different. Hier geht's hier zum Anfang. Nur noch 90 Münzen. Ja. Danke. Das ist die Tür, durch die man kommt, wenn man links geht? Ja. Ein bisschen wie der Typ aus Police Academy. Irgendwas ist doch hier auch. Hier oben. Guck mal da. Das ist echt nicht mehr erinnert. Stimmt doch mit. Was wieder heißt. Find a secret.
Find the Secret heißt er. Watch for falling rolling rocks. Du hast es falsch falsch vorgelesen und dadurch wurde es noch richtiger. Ja. Das war der sechste. Was wir alles können. Du in dem Fall. Ich hab's nur outgepointed. Wie komme ich hier hoch? Wahrscheinlich über eine andere Ebene. Aber da ist nicht die. Da ist nicht der Palast. Geil, Palast. Alter, das ist ein Mario World. Oh. 95 Münzen. Wie können die so viele von diesen Dingern produzieren? Guck mal, da ist auch noch ein Stern. Die Kamera hat echt krasse Probleme in diesem Spiel. Jetzt bin ich wieder im Lake. Im Rickety Lake. Hier müsste es doch auch noch was geben. Guck mal, da hinten ist eine Tür. Vielleicht hinter dieser Tür. Ich sie da hinfahren. Ja, die sieht so aus, ne? Oh. Aber ich will erstmal gucken, was hinter dieser Tür. Oh, das ist einfach alles zugeschissen. Aber hier ist ein Stampf. Was ist das denn noch? Metal Mario? Ja, Metal Mario, natürlich. Vielleicht ist dann auch da der Stern. Ja. Der Metal Mario Stern. Metal Cave. Okay. Oh, sehr gut. The Abandoned Mine closed. Gentle Sea Dragon lives here. Pound on his bang. Don't become his lunch. Das geht ja gar nicht. Nee, das ist ja ein Gentle Giant. Das ist wie mit dem Ghoul Coin. Ghoul Coin? Ja. Was ist ein Ghoul Coin? Ghoul Coin. Nicht da. Was soll das? Hey, wieso kann ich auch steuern, wenn ich hier oben bin? Ach ja. Aber schlechter. Also schwieriger. Aber du bist halt schon ganz gut ausgerichtet, das ist hilfreich. Du. Heike Winslow und ich, eine Person. Heike Winslow und du? Heike Winslow und ich sind eine Person. Guck, hier ist die Platte. T1000, los geht's. Na endlich. Soll ich dir eine Anekdote aus meinem Leben erzählen? Hallo? Ja. Per Drag and Drop weggezogen. Ja. Eine Anekdote aus meinem Leben erzählen? Ja. Ja. ja, ja, ja. Okay. Ich habe früher häufig mit meinem Vater Filme geguckt, die nicht unbedingt raus aus dem aus der Welt. Also dass du da landest, hätte ich nicht gedacht, dass du rausfällst aus dem Level, ja. Scheiße, warum machen die denn das? Warum machst du das, ist die Frage. Weil du immer noch dein krankes Psycho-Gehirn spazieren führst. Ich dachte, da ist... Ja, das war's, ne? Ja, das schaffst du noch. Nein. Das machen wir noch. Mit den roten Münzen? Nee, nicht mit den roten Münzen. Nein, ich meine die roten Münzen in der... Achso, ja, die sind hoffentlich leicht. Ein bisschen beherzt jetzt daran gehen. Beherzt, aber vorsichtig. Anekdotentime. Ich habe früher häufig Filme mit meinem Vater geguckt, die nicht das Approval meiner Mutter hatten, dass ich die schon sehe. Aber meine Mutter hatte ja auch immer damals schon Nachtdienst und dann, naja, hat mein Vater halt seine eigenen Erziehungsmethoden durchgezogen. Was ich immer sehr cool fand. Einer dieser Filme war Terminator 2. War ich ungefähr, naja, warte mal, wann kam der N64? 97, ne? 96. 96. In Deutschland, glaube ich, 97. Genau, in Deutschland 97, so ist es.
Also ich war damals 11 und dann habe ich Terminator 2 gesehen, da war ich auf jeden Fall noch in der Grundschule, würde ich sagen 9, so dritte Klasse. Ja. Und schon starker Tobak. Ja, und in den ganz gewalttätigen Szenen hat er mir auch die Augen zugehalten. So, und Mann, genau rein! Ich dachte, der wird abgelenkt, weil da kam immer genau an der Stelle, wurde jemand links gebasht von dir. Und das war immer so, ja, wir gucken das jetzt, aber sag das deiner Mutter, nicht deiner Mutter. Und in einem Nintendo-Werbemagazin für das Nintendo 64, wo natürlich auch groß mit Mario 64 geworben wurde. Ach, gesagt, ist das die Firma, ist die Terminator? Nicht die Firma, aber es wurde halt damit verglichen und es gab sogar... Das sind die... Das ist doch die Industrial Light and Magic. War das Industrial Light and Magic? Ja. Was, wie hießen die denn? Silicon Graphics? Nee, irgendwie... Silicon Valley. Egal, erzähl mal weiter. Ja, du lässt mich nie Geschichten erzählen, weil du mir auch immer nicht richtig zuhörst, weil du mit Nessie reitest. Mit. In den Sonnenuntergang. So. Und dann war ich halt mega krass powermäßig gehypt, als bevor das N64 erschien. Und hab meine Eltern richtig damit zugelabert. Dinge, die sie wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert haben. Z-Trigger und was das alles konnte. Und da stand halt auch drin, mit einem Vergleichsfoto auch zum T-1000. Ja. Und dann habe ich das so vorgelesen, als meine Eltern bei dem Wohnzimmer waren. Ja, hier, Metall-Cyborg wie bei Terminator 2. Und dann war ich so, weil ich nämlich geil dann lügen wollte und also das realistisch rüberbringen wollte. Hey, was? Es gibt einen Metall-Cyborg in Terminator 2? Und hat mein Vater gesagt, kennst du doch, hast du doch gesehen? Und meine Mutter ist überhaupt nicht interessiert. Und ich dachte mir, ich bin ein schlaues, böses Kind. Aber ich habe einfach die Fürsorge meiner Eltern überschätzt. Ja, nicht die beste Geschichte. Oh oh. Oh. Ist nicht hier rausgestrudelt. Da vorne ist auch schon der dicke Schalter. Hast du das schon gesehen? Ja. Und da sind auch schon die meisten Münzen. 5 an der Zahl. Oh. Naja, 2 sind da oben, 3 sind im Wasser. Jetzt ist hier noch eine, noch 2. Das heißt, irgendwo müssen wir noch einen finden. Vielleicht sind ja auch 4 im Wasser. Geil, so mit Kristallen hier. Der N64 hat schon einen sehr, sehr speziellen Look. Ja. So eine Mischung aus cool und hässlich. Mhm. Ja, 3 im Wasser, alles cool. Siehst du, doch alles noch zu schaffen. Jetzt lass mich raustreiben und dann machen wir das Video aus. Oho. Man verliert seine Mütze, wenn man. Achso, dann geht man automatisch rausgedünstet. Rausgedünstet wurden wir so eben aus diesem Level. Guck mal, und das Gamepad ist auch alle. Alles passt. 59 Sterne, die beleuchteten Brüder haben fast die Hälfte geschafft. Aber Ziel war nicht länger als bis 4 zu machen, jetzt ist gleich 3. Die alten Knochen werden müde. Ja, die Blase ist voll, erneut. Wo läufst du jetzt doch hin? Nirgendwo, ne? Ja, also. Das war doch alles in allem ganz gut. Ich habe nächstes Jahr wieder Geburtstag. Save the date. Save the date. Ich werde bis dahin vielleicht eine Amazon-Wunschliste veröffentlichen. Dann könnt ihr mir Sachen davon kaufen. Neulich ist ein Video online gegangen, wo ich meinen Instagram-Namen-Account sage und sage, Adel, mich keiner hat's gemacht. Ist das nicht traurig? Kein einziger. Was ist da los? @BruderPonk.